Hi und herzlich willkommen zurück bei Tienchen TV. Heute ist wieder Vorkorzeit. Und wenn euch interessiert, was ich mit diesem interessanten Regal hier geplant habe, dann geht's nach dem Intro direkt weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Ihr wisst ja, dass ich versuche, immer jeden Monat bei Inas Vorkor-Challenge mitzumachen. Und die Vorkor sind für diesen Monat ein Kreis. Ich weiß, dieses interessante Regal, das hatten wir mal gekauft, da stand ein Bonsai drauf, ist nicht ganz ein Kreis, da fehlt ein Stückchen. Sorry, das war mein Stativ. Aber ich habe die Ina gefragt, ich darf es benutzen, auch wenn es kein geschlossener Kreis ist. Also Vorkor ein Kreis, das hätte auch eine runde Dose sein können oder ein Pappteller oder irgendetwas Rundes. Dann sollen wir zwei oder mehrere Elemente oder Bereiche auf diesem Kreis sollen Textur haben. Also zum Beispiel mit Pasten oder mit Stoff oder mit irgendwas, oder wir sollen Elemente benutzen, die Textur geben, die dreidimensional sind. Und da habe ich mir Verschiedenes zurechtgelegt. Zum Beispiel hier so einen kleinen Topf oder solche kleinen Ziegelsteine. Also alles, was irgendwie Textur gibt, soll da drauf. Und das Dritte ist entweder das Bild von einem Vogel oder dreidimensionale Vögel. Ich werde euch das Video verlinken. Das war eine Kooperation mit MFG im Mai 2018. Da habe ich diese beiden Vögel selbst modelliert. So sehen sie auch aus. Sie sind nicht wirklich schön, aber ich mag sie trotzdem gern. Die saßen die ganze Zeit auf einem Dekoteller. Da habe ich sie jetzt runtergemacht, weil ich nicht nochmal neue machen wollte, und man dekoriert ja gern immer mal um. Also meine Vögel werden diese beiden 3D-Vögel sein, also kein Bild. Und das vierte, wir sollen Schablonen und Stempel benutzen. Und ich habe jetzt dieses Teilchen hier schon mal angemalt. Das war ursprünglich, den Boden habe ich euch gelassen, damit ihr es sehen könnt. Also in diesem roten Holz, ich glaube Mahagoni. Und ich wollte, dass mein ganzes Regal hier sowas simuliert wie einen Baum, in dem dann die Vögel sitzen. Ich habe hier auch schon mal was vorbereitet für ein Nest. Ich habe hier aus Modelliermasse Eier gemacht. Also das ist ganz einfach. Ihr nehmt euch so ein Bröckchen, so groß wie das Ei sein soll, und rollt es. Und da das wahrscheinlich selten als erstes mal eine Kugel wird, da müsst ihr nacharbeiten, kriegt ihr erstmal so ein Ei. Und ein Ei wollte ich ja haben. Und die Modelliermasse war weiß. Und ich habe hier so eine Farbe noch gehabt, in diesem Vintage Lace. Das ist so Cremefarben oder Hautfarben. Und das passt mir so für die Eier. Damit habe ich einfach meine weiße Modelliermasse so ein bisschen. Also ich habe mir ein bisschen Farbe auf den Handschuh gemacht und habe mir die Eier so ein bisschen drin gewälzt. Da das aber Meisen sein sollen, also das ist sowas ähnliches wie ein Rotkehlchen, und das soll sowas ähnliches wie eine Meise werden. Also ich habe mal im Internet geguckt, was für eine Farbe die Eier von Meisen haben. Und da kommen noch so ein paar Sprenkler drauf, so ein paar braune, weil die Meiseneier haben Sprenkler. Also solche Tupfen in Braun oder in Orange, so ungefähr. Dieses Teil hier soll jetzt sowas wie den Baum simulieren, in dem diese Vögel nisten. Und meine Schablonen und Stempel, das war eigentlich mein Hauptproblem, möchte ich folgendermaßen verwenden. Ich habe hier eine Schablone mit Baummuster. Und an die geraden Flächen, also hier unten auf dem Boden, und hier auf diesem kleinen Regal, wo ich die Schablone einigermaßen auflegen kann. Ich muss jetzt mal gucken, ob das hier überhaupt gehen würde. Ja, so einigermaßen. Da möchte ich dieses Baummuster
oder Rindenmuster mit der Schablone aufbringen und die Regal, also diese schmalen Teile, die möchte ich gerne stempeln. Und dafür habe ich hier diesen Baumstrukturstempel. Und das machen wir jetzt als erstes. Da ich keine Strukturpaste mehr habe, also keine richtig passende, habe ich mir hier alles Mögliche zurechtgelegt. Also einmal hier so eine Effektpaste. Die kann ich aber nicht alleine benutzen, weil die ist Kristall, also durchsichtig. Und ich möchte natürlich nicht, dass meine Baumstrukturen nachher durchsichtig sind. Also mache ich mir hier mal ein bisschen rein. Dann habe ich hier schwarze Acrylfarbe. Von der mache ich mir hier auch mal ein bisschen rein. Erstmal gucken, wie viel ich brauche. Da ist auch nicht mehr so viel drin. Dann habe ich hier ein bisschen Kleber. Den mache ich mir auch rein, damit es nachher auch richtig hält. Und dann habe ich hier Dekosand. Von dem mache ich mir da auch ein bisschen rein, damit ich eine Struktur kriege, die so ein bisschen krümelig ist. Nicht zu viel, aber schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Dann habe ich hier so ein Holzstäbchen, mit dem werde ich das mal verrühren und dann gucken, ob mir die Farbe schon gefällt. Also es muss was sein, was absticht natürlich von dem Braun, das ist klar, sonst kann ich mir die Arbeit ja auch gleich sparen. Deshalb habe ich gedacht, ich nehme Schwarz. So, ich habe mir vorsichtshalber Handschuhe angezogen, weil mit der schwarzen Farbe, das ist immer ein bisschen schwierig, die abzukriegen. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das... Ah, das bleibt hier super liegen. Das ist noch ein bisschen zu flüssig. Ich mache mal noch ein bisschen Babypuder rein, weil ich nicht zu viele von diesen Krisseln haben will. So, also für alle, die es noch nicht wussten, wenn ihr euch Strukturpaste selber machen wollt oder selber machen müsst und ihr wollt eine mit solchen Körnern drin haben, dann nehmt ihr entweder Dekosand oder Vogelsand oder so irgendwas Krümeliges. Und wenn ihr eine haben wollt, die glatt ist, dann nehmt ihr Babypuder oder Mehl, kann man glaube ich auch nehmen. Und ihr nehmt Acrylfarbe und ihr nehmt Kleber. Ich lege jetzt hier mal meine Schablone an und versuche das mal mit meinem Silikonpinsel. Die ist jetzt nicht ganz so fest, wie ich sie gerne gehabt hätte. Aber es ist quasi ein Mixed-Media-Projekt. Und die werden ja nie so hundertprozentig akkurat, sage ich jetzt mal. Und ich hoffe, dass ich das einigermaßen damit hinkriege. Die Krümel hätte ich mir eigentlich sparen können. Ich hätte gleich das Babypuder nehmen sollen, weil in der Holzstruktur müssen jetzt nicht zwingend Krümel drin sein. Aber ich hoffe, dass ich es trotzdem einigermaßen hinkriege. Ich fange jetzt hier bei der großen Fläche an. Dann muss ich das wieder trocknen lassen, bevor ich es unten drunter ansetzen kann. Sonst verschmiere ich mir ja das Oberteil. So, guckte mal, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Ich bin begeistert. Das hat geklappt. Dann stelle ich das hin und mache hier unten weiter. Da über die ganze Fläche. Ich hätte jetzt hier unten auch stempeln können, aber wir sollen ja auch Schablonen benutzen. Und das war jetzt hier bei diesem Projekt für mich, ehrlich gesagt, das Problem, mit dem ich am meisten gekämpft habe. Wie kann ich hier oben oder wie kann ich an diesem Regal Schablonen benutzen, die zu meiner Idee passen, dass dieses Ding quasi den Baum simulieren soll, in dem diese Vögel brüten. Und auf den geraden Flächen ist es mit der Schablone natürlich schön. Und die hier diese schmalen Flächen, wo ich mit der Schablone wahrscheinlich weniger Glück hätte. Ich möchte es auch nicht ausprobieren, sonst ist nachher alles verschmiert. Die werde ich mit... So, ihr seht hoffentlich mein Baummuster.
Ich werde jetzt die Schablone mal abwaschen und dann versuche ich hier das kleine Regal noch zu machen. So, jetzt versuche ich das mal hier reinzulegen. Ich hoffe, ihr seht was. Es wird natürlich nicht so einfach und ich möchte die Schablone nicht zerschneiden. Aber ich hoffe, dass ich das jetzt hier irgendwie angedrückt kriege, dass das auch was wird. So, ich fummel mich mal hier zwischen den Stäben durch. Vor allem hoffe ich, dass das mit dieser Mischung, die ich da ausprobiert habe, auch fest wird. Sonst habe ich ein Problem. Dann hat es vielleicht mal richtig gut geklappt mit dem Schablonieren. Und dann kriege ich die Pampe nicht fest. Das wäre natürlich richtig doof. So, vorsichtig abheben. Okay. Hat geklappt. Und auch hier die Seite innen. Ich kippe es mal ein bisschen. Die möchte ich auch noch damit machen. Aber ich lasse das jetzt erstmal trocknen, weil mir das Risiko zu groß ist, dass das nicht funktioniert. Wir machen aber gleich mit was anderem weiter. So, über meine Paste, weil ich ja nicht weiß, wie lange das braucht, bis es trocknet, die ich mir hier schon angerührt habe, mache ich mir eine Frischhaltefolie und hoffe, die bleibt mir da drin ein paar Stunden cremig, weil ich möchte die ja gern für die anderen Felder auch noch benutzen. So, was wir jetzt als nächstes machen, sind die Eier. Da nehme ich meinen Deckfarbenkasten. Suche meine Farbe aus, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann war das hier so ein Ockerton. Damit besprenkle ich einfach die Eier. Damit die ein bisschen realistischer aussehen. Ich zeige euch mal eins. Die lasse ich jetzt hier auf der Seite liegen und dann drehe ich sie um und sprenkel sie nochmal von hinten. Dann sehen die richtig wie Vogeleier aus. So, dann habe ich hier dieses Gebilde vorbereitet und zwar ist das einfach nur Bast. Handelsüblichen Bast, den kriegt ihr im Bastelladen oder im Floristenbedarf. Und da habe ich mir einfach so einen kleinen, also ich habe mir so ein paar Fäden rausgerissen und habe mir die so ein bisschen rund gelegt. Jetzt muss ich erst meine Heißklebe wieder scharf machen und dann zeige ich euch, wie wir das Nest bauen. Da ich jetzt das Nest nicht direkt hier in mein Regalchen einkleben kann, weil da ja alles noch feucht ist, brauche ich erstmal eine Grundlage für meinen Heißkleber, wo ich das erstmal draufsetze. Und da habe ich mir einfach ein Stück Pappe genommen. Da mache ich mir den Heißkleber drauf. Und dann nehme ich hier mein Nest und packe das mal hier drauf, damit es schon mal ein bisschen fixiert ist. Und ich hoffe, dass das so hält. Dann habe ich hier solche Samen, die habe ich letztes Jahr gesammelt. Ich weiß nicht, von welchen Bäumen die sind, aber die fallen nicht ab. Und ich habe gesehen bei Google, dass die Nester von den Meisen immer mit so was Flauschigem ausgekleidet sind. Jetzt will ich mir hier mal ein Stückchen abschneiden von dem Pelz und mit dem werde ich dieses Nest innen auskleiden, damit es innen flauschiger aussieht. Und da sind auch noch so ein paar Samen drin und in so einem Vogelnest ist ja immer alles Mögliche drin. Und das werde ich jetzt einfach mal hier innen, ich mache mal ein bisschen Heißkleber rein. Und mache mir den Pelz da rein, damit die Eier da schön flauschig haben. So. Und den werde ich auch, das Außen schneiden wir ein bisschen ab, also die so arg lang sind, weil das dann ja nicht wirklich wie ein Nest aussieht, sondern, also es soll nicht zu struppig sein, deshalb schneiden wir das hier ein bisschen ab. So, soll schon so ein bisschen rundlich aussehen. So, hier ist auch noch so ein langes. Und dann brauche ich noch ein paar von den Dingern. So. Und die drücken wir rein.
damit die Nestform erhalten bleibt. Ich müsste jetzt mal was haben, wo ich da reindrücken kann, ohne mich zu verbrennen. So. Denn da sollen ja nachher unsere Eier noch rein. Also brauchen wir da eine kleine Kuhle. So. Jetzt sieht es schon mal sehr kuschelig aus hier innen drin. Und ich werde auch außenrum von dem Zeug noch ein bisschen hinmachen, damit es halt eher wie ein Nest aussieht. Das werde ich jetzt hier so ein bisschen verkleiden. Machen wir hier so rundherum. Da sind ja immer auch noch so kleine Zweige und sowas drin, wie die Vögel halt ihre Nester so bauen. Dass das ein bisschen natürlicher aussieht. So. Muss jetzt nicht überall sein. So. Dann knuddeln wir das hier so ein bisschen. Mal gucken, wie ich meine Eier reinlege. Vielleicht brauche ich die zweite Seite gar nicht zu machen. Ich nehme die einfach so. So. Und jetzt sieht es doch schon schön aus. Wie ein Nest. Und es soll dann hier nachher auf dem Regal mit den Eiern und mit der Vogelmama sitzen. So ist mal der Plan. So, jetzt habe ich hier meine Eier. Wenn ich die reinlege, dann reicht es, wenn die auf der einen Seite diese Tupfen haben. Ich klebe die einfach hier mit Heißkleber rein. So, na, ist das ein schönes Nest? Die Eier sind natürlich nicht so schön akkurat, aber es passt. So habe ich mir das vorgestellt und ich hoffe, ihr findet es schön. Ich finde es sehr knuffig. So, das ist mein Nest. Jetzt hoffe ich, dass meine Strukturpaste hier auch trocken wird. Und was ich jetzt noch probieren muss, ist... Und dann möchte ich noch ein bisschen mauern. Also ich möchte an manchen Stellen noch diese Ziegel verwenden. Und vielleicht irgendwo noch so einen kleinen Blumentopf. Dafür muss aber auch die Strukturpaste erstmal trocken sein. Und dann möchte ich mir das so ungefähr hinstellen und gucken, wo sieht das gut aus, wo passt es. Also so Fragmente von Mauern. Keine komplette Mauer, sondern nur solche Stücke. Und jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich hier nicht weitermachen kann. Aber was ich mal probieren möchte, ist der Stempel. Ob das mit der Stempelfarbe, also ich habe mal die Archival rausgesucht, ob das überhaupt funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Dann könnte ich das hier oben ja schon mal so ein bisschen machen. Also ich mache das nicht auf den Stempelblock, sondern ich lasse es so lose und drücke das hier so drauf. Und versuche es hier auf der Farbe abzudrücken. Also das ist jetzt nicht schön, aber selten. Guck dir mal, so sieht es aus. Also ich habe dann ein bisschen Struktur drauf. Ob das jetzt wirklich an einen Baum erinnert, das bleibt eurer Fantasie überlassen. Aber wenn ich das hier so ein bisschen abdrücke, dann ist es wenigstens nicht komplett braun, sondern ich habe da so ein paar Strukturen drauf und es klappt ganz gut, muss ich sagen. So ähnlich hatte ich mir das gedacht. Hier habe ich so ein Astloch. Das sieht natürlich alles aus wie irgendwelche Schnörkel und wirkt jetzt nicht unbedingt wie ein Baumstamm. Aber ich finde, seht ihr das? Es ist besser als gar nichts. Das werde ich jetzt mal machen. Und wenn meine Paste getrocknet ist, werde ich die Innenseite hier auch noch und hier unten den Rest, wo uns noch fehlt, bis ganz nach unten,
Werde ich auch noch mit der Strukturpaste machen und alles andere, was so rausguckt noch, werde ich mit dem Stempel machen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn das alles getrocknet ist. So, ihr Lieben, wie ihr schon seht, ist bei mir das Chaos ausgebrochen. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie weit ich mit meinem Regal bin. Also ich habe jetzt hier das überall noch ergänzt und hier auch. Und die Strukturpaste, die ich da selber gebraut habe, die ist sehr gut getrocknet und die ist auch richtig schwarz geworden. Also das sah ja beim Auftragen relativ grau aus. Hier das Regal. Und alles andere, wo ihr da solche Flecken seht, das ist alles rundrum überall gestempelt. Also hier die Kanten und diese Röhrchen hier, diese Rundhölzer, das ist alles gestempelt. Und auf den geraden Flächen, auch hier innen überall, habe ich jetzt diese Holzstruktur mit der Strukturpaste und mit der Schablone aufgetragen. Ich komme immer wieder auf MFG-Videos zu sprechen. Also nicht nur die Vögel habe ich in einem MFG-Video gemacht, sondern wir hatten auch eins zum Thema Pilze. Und vielleicht erinnert ihr euch, ich verlinke euch die Videos, wenn ihr gucken wollt, wie ich die Pilze gemacht habe. Das war einmal ein Video vom November 19. Das war das mit den Pilzen. Und die Vögel waren vom Mai 2018. Das verlinke ich euch, falls es euch interessiert, wie ich die Vögel und die Pilze gemacht habe. Die Pilze hatte ich damals lose auf eine Pappplatte. Das Bäumchen habe ich auch hier, also auf diese Pappplatte, alles drauf dekoriert und habe das in so ein rundes Glas reingestellt. Und das habe ich jetzt auseinandergepflückt. Das war ja eigentlich auch der Plan, das Glas einzeln zu verwenden, um zu dekorieren oder die Sachen dann noch mal anders zu benutzen. Und ich habe gegoogelt, also wenn ihr euch jetzt wundert, ich möchte schon immer ein bisschen realistisch bleiben mit meinen Werken. Also die Meisen oder also es sollte jetzt um Meisen gehen, obwohl das Mädel hier ja eher wie ein Rotkehlchen aussieht. Ich habe jetzt nach den Meisen geguckt und die Meisen, die brüten in der Regel im April, Mai. Und Pilze gibt es ja eigentlich im Herbst. Aber ich habe gegoogelt, es gibt verschiedene Morchelarten, die auch im März, April, Mai schon wachsen. Und deshalb habe ich gedacht, ich kann meine Pilze hier an Stellen, wo frei sind, für meine ganze Baumkonstruktion mitbenutzen. Ich habe auch diesen Ast mit dazu genommen, wo das alles unten drum drapiert war. Den möchte ich hier platzieren. Auf meinem Plateau, damit hier ein bisschen mehr los ist, weil ich habe mir hier mal so ein bisschen, also das ist sowieso so übrig gebliebenes Mauerwerk, das dann irgendwann mal auseinanderfiel und dann sind die Bäume da drin gewachsen. Das ist jetzt ein abgestorbener Baum, denn die gibt es ja immer, auch im Frühling gibt es Bäume, die leider tot sind und die noch nicht gefällt wurden. Sonst würde so ein Frühlingsbaum natürlich ganz anders aussehen in der Zeit, wo die Vögel brüten. Das möchte ich jetzt hier mir irgendwie so drumrum noch. Also der ist da aus dieses Gemäuer in Verbindung mit Bäumen. Also ich glaube, ihr könnt mir nicht folgen, weil mein Kopf, der ist manchmal ein bisschen gaga. Eigentlich sollte dieses ganze Gebilde sowas wie einen Baum simulieren, aber jetzt habe ich ja den kleinen Baum hier dazu genommen und jetzt ist so in meiner Fantasie ist es eher sowas wie ein Gebilde, wo sich die Natur teilweise zurückerobert hat und wo noch so ein paar Steine stehen und wo die Bäume so durchwachsen und wo aber auch aus Holz ist. Also ich glaube, ihr könnt mir nicht folgen bei meinem Chaos in meinem Kopf gerade. Aber sowas Ähnliches soll das darstellen. Es muss ja jetzt auch nicht alles eine Erklärung haben und alles irgendeinen Sinn und Zweck. Mir geht es ja in erster Linie darum, diese Vorkort zu erfüllen, die eben mit Kreisen und mit Vögeln und mit Schablonen und Stempeln zu tun haben. Und ich klebe mir jetzt hier diesen Ast einfach mal rein.
lege es mal so ein bisschen auf die Seite, damit ihr besser gucken könnt. Dann habe ich hier diese verschiedenen Pilze mit Moos und so weiter. Aber hier unten möchte ich auch was reinmachen. Und da kriege ich weder mein Nest noch sonst irgendwas richtig rein. Ich habe aber hier noch so ein paar einzelne Pilze mit Moos. Die werde ich vielleicht hier unten platzieren, damit mein Regal da nicht so leer ist. Also dieses Fach hier unten. Und ich werde jetzt einfach mit den Pilzen arbeiten, mit diesen verschiedenen Mauersteinen. Mit den paar, die ich hier noch übrig habe. Und werde mir das ganze Ding hier so ein bisschen dekorieren. Und natürlich auch die Platte hier unten muss wieder zu. Jetzt überlege ich mal, ob ich das... Ich möchte so stehen lassen, damit ihr auch gucken könnt, aber das ist dann für mich ein bisschen schwieriger, das zu dekorieren. Dieses große hier. Ich muss das mal alles ein bisschen auseinander pflücken und muss das dann so versuchen, hier um diese Platte rum zu platzieren. Also es gibt tatsächlich auch im Frühjahr schon Pilze. Ich esse zwar gerne, aber ich sammle sie nicht. Deshalb bin ich da nicht so auf dem Laufenden gewesen. Habe gedacht, bevor ich jetzt euch hier die Herbstdeko in den Frühling packe, muss ich erst mich mal vergewissern, ob das auch wirklich realistisch ist. Aber es ist tatsächlich so, es gibt Pilze, die im Frühjahr wachsen. Die packe ich jetzt hier so ein bisschen auf der Erde. Habt ihr natürlich, das ist ja echtes Moos gewesen aus meinem Garten. Kein künstliches. Da habt ihr natürlich auch mit dem Heißkleber ein paar Probleme. Das richtig zu kleben, der mag das nicht. Der mag da nicht halten. Dann mache ich mir hier so ein paar. Ich würde es gern kippen, damit ihr es seht. Aber dann fallen mir meine Pilze um, glaube ich. Jetzt mache ich mir hier so ein paar von meinen Steinen hin. Das wird dann nachher auch noch ein bisschen ausdekoriert. Also ich habe hier nach einem Tipp von der Heather Tracy, das habe ich euch schon mal irgendwo gezeigt. Das ist kein Rosmarin. Das sind gemahlene Lorbeerblätter. Und die eignen sich toll, wenn ihr jetzt zum Beispiel diesen Grünspan, der sich oft zwischen den Fugen so bildet, an alten Gemäuern und so, wenn ihr den simulieren wollt. Ah, an der Lampe haben wir es benutzt. Das war auch eine Vorkor. An der maritimen Leuchte. Also die werden wir nachher noch so hier, diese Zwischenräume werden wir mit dem Grünzeug noch so ein bisschen bestücken. Und das sollen jetzt einfach, ja, solche Reste von so einem schiefen Mauerwerk sein, die hier noch so drumherum stehen und da in der Mitte ist irgendwie der Baum gewachsen. So war mal der Plan, den ich hatte. Ich muss es jetzt mal so stellen, auch wenn ihr jetzt nicht gucken könnt, es tut mir leid, aber ich zeige es euch dann später und mache auch natürlich am Ende des Videos nochmal Detailaufnahmen, damit ihr richtig gucken könnt, was ich da gepuzzelt habe. Und es ist für mich jetzt schwierig, das auf die Seite zu stellen. Dass ich die jetzt so krumm und schief mache, das ist Absicht, ne? Also das liegt nicht daran, dass ich es jetzt nicht gerade aufkleben könnte, sondern ich möchte natürlich dieses alte Mauerwerk, das zerfallene, hier so ein bisschen simulieren. Und deshalb mache ich es mit Absicht schief. Na klar, das kann jeder sagen, aber es ist wirklich Absicht. So.
Die sind also alle schon mal so ein bisschen zerfallen. Ich zeige es euch mal gerade hier unten. Und hier habe ich jetzt so ein paar von diesen Mauerstücken aufgeklebt. Der eine Pilz, der wackelt hier noch ein bisschen, aber er hält und der auch. Also das dauert immer ein bisschen, wenn ihr solche Naturmaterialien nehmt, wo richtig Erde dran ist, bis der Heißkleber richtig getrocknet ist und richtig fest ist. Das ist natürlich nicht so ohne. Wenn ihr künstliches Moos nehmt, habt ihr da weniger Probleme, glaube ich, wie bei dem echten. So, jetzt werden wir denn die Reste, also ich muss jetzt die Reste von der Platte, die hier überall noch rausgucken. Hier diese Kartonreste, die muss ich jetzt natürlich noch zukleben. Und da muss ich mal gucken, was ich hier noch so habe. Ich mache dann immer mal gerade so einen Böbel Heißkleber rein und versuche dann, das so ein bisschen festzuhalten, damit es auch hält. Also bis der Heißkleber angezogen ist. Das waren also damals verschiedene Pilze, die ich euch gezeigt habe, aus Modelliermasse und aus Funnygummy. Also die kleinen mit den runden Kappen, die waren aus Funnygummy, und die großen mit den langen Kappen, die waren aus Modelliermasse. Das habe ich auch in dem Video erklärt, warum und wieso ich das so gemacht habe. Und wenn euch das interessiert, dann könnt ihr gerne euch das Video noch mal ansehen von damals. Wer es noch nicht gesehen hat oder nicht mehr weiß. So, da muss aber jetzt auch noch irgendwo ein Böbel rein. Ich habe jetzt gar nicht mehr so viel von dem Moos. Das ist natürlich von damals. Wenn das dann eine Weile in der Wohnung rumsteht, dann schrumpft es und trocknet. Und dann ist es natürlich auch nicht mehr so saftig und üppig, wie wenn ihr euch das frisch aus dem Garten geholt habt, wie ich das damals getan hatte. Und muss ich erst mal gucken. Das ist jetzt natürlich getrocknet und völlig zerbröselt. Und ist jetzt nicht mehr so schön. Lässt sich nicht mehr so schön verarbeiten. Aber ich will nur meinen Karton hier verdecken, meine Pappe. Und hier muss noch ein Stück drauf. So. Nur noch ein Pilz hin. Und der soll halt hier alles so schön verwittert aussehen. Und ja, wie man das vielleicht bei so zerfallenen Gebäuden findet. Da wachsen dann die Pilze und dann holt sich die Natur das wieder. Und die Bäume und Sträucher wachsen dazwischen, zwischen dem alten Gemäuer so durch. Und das gefällt mir gut, sowas in einer Miniatur nachzustellen. Also da gibt es ganz tolle Videos auch von Bentley House Minis. Die macht auch ganz, ganz tolle Miniatursachen. Hier habe ich noch so ein Stück Baumscheibe, die habe ich hier abgeschnitten, weil der Ast unten krumm war. Das kommt hier auch noch drauf. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das am besten verteile, weil hier möchte ich ja auch gerne noch was haben. Jetzt habe ich hier noch einen Pilz und hier noch ein bisschen Moos. Also jetzt hier unter dem Dach muss ich nicht, unter dem Regal muss ich jetzt nicht ganz so viel haben. Ich will nur nicht, dass es leer ist. Und ein Pilz kommt selten allein. Also mache ich da auch noch einen Pilz mit rein. Damit, wenn man da drauf guckt, damit es da unten nicht so nackt ist. Vielleicht finde ich auch noch was anderes. Vielleicht fällt mir noch was anderes ein, was ich da unten mit reinlegen kann. Ich hoffe, ihr seht es gerade. Hier unter dem, da habe ich jetzt auch mal Pilzchen rein und ein bisschen Moos. Und dann habe ich hier hinten noch eine große Fläche, wo noch nichts ist. Da will ich das Stück drin haben.
Da sind Blätter drauf auf dem Moos und so Äste, so kleine Äste und Zweige und sowas. Also das ist so real, wie die Natur es macht, kriegt ihr es natürlich künstlich nicht hin, das ist klar. So, ich lege das jetzt mal ein bisschen so und hoffe, es bleibt. Hier oben soll das Nest drauf. Das habe ich euch ja gezeigt, wie ich das gemacht habe. Da ist ja unten eine Pappe drin. Das packe ich jetzt hier oben drauf. Auf dieses Regalchen. Also in dem Fall soll es ja jetzt meiner Fantasie nach quasi so ein Plateau in einer Holzkonstruktion sein. Also das ganze Gedöne soll ja irgendwie... Dann möchte ich das, die Vogelmama hier neben das Nest setzen. Die sitzt hier natürlich bei ihren Eiern. Und den Papa wollte ich eigentlich da unten irgendwo platzieren. Aber da ich jetzt hier den Ast habe... Und ein Vogel, na klar, er sucht vielleicht jetzt auch noch Material, um das Nest weiter auszuschmücken. Futter braucht er ja noch nicht, sie sind ja noch nicht geschlüpft. Natürlich sind Vögel auch mal auf dem Boden zugange, aber hier für den Vogel Papa werde ich mir noch einen Platz suchen. Was wir jetzt noch verstauen, das sind hier die anderen Pilze mit Moos. Also da kommt hier... Oben auch noch einer drauf. Da ist mir jetzt das Käppchen abgebrochen. Das macht aber nichts. Das kleben wir gleich wieder hin. So, Kleber rein. Und drauf. So. Das wird schon halten. Und die anderen, also ich verteile das jetzt mal hier noch ein bisschen. Dann wollte ich euch, also das, ihr müsst jetzt da nicht die ganze Zeit zusehen, aber das mit den gemahlenen Lorbeerblättern wollte ich euch noch zeigen. Also wenn ihr hier so eine kleine Spur macht mit Heißkleber, dann könnt ihr hier ein bisschen von dem Zeug drauf streuen, so in die Fugen rein, und alles, was nicht an dem Heißkleber hängen bleibt, das fällt wieder ab. Also dieser Grünspan, den man immer an den alten Steinen so sieht, den möchte ich hier so ein bisschen simulieren mit diesen gemahlenen Lorbeerblättern. Hier so in der Ecke so ein kleines Stückchen Moos, dass die Steine halt verwittert aussehen. So, und das machen wir hauptsächlich an den Fugen, weil da ist Platz, ne? Da stopfen wir so kleine Reste von unserem Moos rein, und dann verreiben wir das so ein bisschen. Da ist ja auch Erde dabei und ein bisschen Grünzeug. Ich mache euch nachher Nahaufnahmen, damit ihr das sehen könnt, weil es ist jetzt schwierig, euch das zu zeigen. Weil ich natürlich, solange der Heißkleber hier klebt, muss ich das versuchen hinzumachen. Also ich reibe das einfach so drauf. Jetzt habe ich gerade gesehen, da hinten ist so eine Rotznase vom Heißkleber. Die muss ich noch verdecken. Und dann habe ich hier noch einen kleinen Pilz. Den mache ich hier hinten auch noch rein. Und dann sieht es auch schön aus, wenn man von der anderen Seite reinguckt. Je nachdem, wie rum das Ding nachher steht. Ein Pilzchen habe ich jetzt noch. Jetzt habe ich aber hier noch so einen Schlitz.
zwischen meinen Steinen und dann nehme ich einfach mein Böbbel hier von meinem Moos mit der Erde dran und reibe das so rein. In die Fuge. Und hier unten auch. Ich klebe das auf den Heißkleber und wenn das getrocknet ist, dann kann ich den Überschuss abreiben. Und es sieht dann so aus, richtig so wie so verwitterte Steine, wo das Moos schon so dran hängt. So wollte ich das haben. Das mache ich jetzt noch fertig. Im Prinzip war es das dann schon. So, ihr Lieben, es ist fertig. Ich mache euch jetzt noch mal ein paar Nahaufnahmen. Die hänge ich euch hinten dran ans Video. Versuche es euch jetzt aber so mal zu zeigen. Also das oben habt ihr ja schon gesehen. Es ist wirklich sehr groß. Das hier unten auch. Und hier ist der Papa. Ich weiß nicht, wie ich es drehen soll. Den habe ich hier unten drauf gesetzt. Und der hat hier unter dem Baum ein paar Gräser noch gesammelt und so ein bisschen Kleinzeug. Das habe ich ihm so an den Schnabel geklebt. Das soll noch oben ins Nest eingebaut werden. Und den kleinen Blumentopf, den habe ich auch ein bisschen mit Kleber und habe die restlichen Erdkrümel, die ich hier noch hatte, so drumherum gebarzt. Und habe so ein bisschen von dem Islandmoos und Erde oben drauf geklebt noch. Das ist also auch so ein vergessener Blumentopf. Also ich hoffe, ich kann euch an den Nahaufnahmen das ein bisschen vermitteln, was ich hier gemacht habe. Und das war mein Projekt für die Vorkor-Challenge für den Monat Mai. Guckt auch bei den anderen. Unter dem Hashtag Vorkor werdet ihr die Projekte finden. Ich verlinke euch die Videos, wo ich die Vögel und die Pilze gemacht habe. Und natürlich auch das Infovideo von der Ina, wo ihr euch informieren könnt, um was es dabei geht. Wer von euch Lust hat, sich da anzuschließen, der kann das gerne tun. Und ich bedanke mich herzlich, dass ihr zugesehen habt. Würde mich über Kommis freuen, über Däumchen und über ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wenn ihr nächstes Mal auch wieder einschaltet, das wäre supi. Und bis dahin wünsche ich euch was. Passt auf euch auf, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss. Yeah.